Gute Nachrichten für die Weinfans in Remscheid. Der Lennepper Sommer wird sein Sommer- und Winzerfest behalten. Und von der LKG ist Gunther Brockmann bei mir. Ja, gute Nachrichten. Es wird wieder Wein geben in Lennep im Sommer. Ja, Gott sei Dank. Wir auch als Veranstalter sind froh, dass wir wieder die Möglichkeit haben, dieses Fest auszurichten. Wir haben einen guten Kompromiss, will ich nicht sagen, eine gute Klärung erreicht. So kann jeder damit leben. Die Stadt, die Verantwortung, wir als Veranstalter, Polizei und Ordnungskräfte. Und das ist ein tolles Ding. Wie gesagt, ich freue mich persönlich, weil ich dieses Fest auch mag und liebe und gerne auch, wenn es viel Arbeit ist, mache. Die Winzer sind halt froh, dass wir nach Lennep kommen können, denn die haben tagtäglich nachgefragt. Für Lennep ist dann auch für die Winzer ein Highlight. Und es ist wichtig, auch als Teil des Lenneper Sommers, dass es dieses Winzerfest dann auch weiterhin gibt. Ja, natürlich. Es wäre ein Riesenloch gewesen. Da ist es 3 Tage Veranstaltung Lenneper Sommer mit einem Höhepunkt, der immer im Kalender mit fest eingeplant war. Und deswegen wollten wir auch aus diesem Grunde schon ein Weinfest gar nicht streichen. Wir hätten natürlich eine Alternative bieten müssen, weil wir auch dementsprechend Geld bekommen müssen für die Straßenreinigung Rosenmontag. Ja, gute Nachrichten also für die Fans vom Sommer- und Winzerfest in Lennep als Teil des Lennepper Sommers 2015 wird es auch wieder geben.